Das war der Walzer von Wolfram Heinlein. Und ich glaube, den Walzer oder den Begriff Walzer kennt jeder von euch oder hat ihn schon mal gehört, weil er ist auch ein Tanz. Vielleicht hat schon der ein oder andere den ersten Tanzkurs hinter sich. Oder ihr habt ihn eben auch schon gespielt, weil der Walzer ist nicht nur ein Tanz, sondern auch ein ganz wichtiger Rhythmus. Und ganz markant beim Walzer ist, dass er immer im Dreivierteltakt steht. Manchmal auch im Dreiachteltakt, aber ihr habt immer dieses Dreiermetrum. Und beim Schlagzeug sind diese drei Schläge so verteilt, dass ihr auf der 1 die schwere Bassdrum habt und auf 2 und auf 3 die Snare Drum. Und somit habt ihr immer eine schwere 1 und eine leichte 2 und eine leichte 3. Das hört sich dann so an bei eurem Grundrhythmus. Deswegen wirkt der Walzer auch immer sehr, sehr leicht und fluffig. Versucht diese Betonung auf der 1 und die leichte 2 und 3 auch bei den anderen Takten zu machen, auch wenn es nicht drin steht. Ich spiele euch mal die ersten zwei Takte vor. Dass ihr immer auf der 1 einen kleinen Akzent macht. Viel Spaß beim Üben!